Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 und zwar von der Rehbach leider nicht mehr. Ihr seht es, Deichhof Abend Frieden, der Startbildschirm, der Ladebildschirm. Und ihr ahnt es, ich habe es ja schon angedeutet in der letzten Folge von der Rehbach, dass es eventuell nach dem Update nicht mehr funktioniert und so war es dann auch letztendlich. Ich habe natürlich das Update gemacht, um unser Multiplayer-Projekt für den Mittwoch voranzubringen, denn damit wollen wir ja auf jeden Fall weitermachen mit dem Team Rehbach im Multiplayer. Und deswegen habe ich natürlich das Ganze abgedatet und ein bisschen hin und her versucht. Ich hatte ein kleines bisschen ja die Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie geht. Und ich muss auch sagen, es ging zumindest mal im Singleplayer zu starten, auch wenn natürlich dann der Hof, der alte, der Aussiedlerhof nicht genau so war, wie er sein sollte. Aber es war irgendwie dann doch, ja, wie soll ich sagen, Schabernack, hat mal der Kevin gesagt. Ja, also mit anderen Worten, es ging dann irgendwie gar nichts mehr, weder das eine richtig noch das andere, auch nicht der Multiplayer. Und da blieb mir nichts anderes übrig, halt, als das Ganze wirklich komplett runterzuschmeißen, auch mit dem gespeicherten Spielstand. Und so sieht es eben dann aus. Auf der Playsee sind wir halt nicht ganz so komfortabel eingerichtet und haben nicht diese Möglichkeiten. Jetzt läuft der Multiplayer zwar hervorragend, ich bin da also sehr, sehr optimistisch für den Mittwoch, aber wir brauchen Ersatz für ein weiteres Let's Play im Singleplayer und deswegen habe ich mir gedacht, hauen wir doch den Deichhof Abendfrieden mal rein. Ich habe mal ganz, ganz kurz reingeschnuppert, um sozusagen schon mal die Einstellungen vorzunehmen. Aber ansonsten habe ich ja noch gar nichts gemacht. Wir starten hier als Farmmanager mit 1,5 Millionen und haben im Prinzip noch nichts gekauft. Und wir lassen uns jetzt einfach mal, wie der Yogi so schön sagt, uns von dieser Map abholen und versuchen einfach mal hier die Atmosphäre aufzusaugen vom Deichhof. Ich werde das jetzt zukünftig etwas kürzer sagen. Einfach die Map Deichhof. Und wir haben hier Schafe, wir haben einen Leuchtturm und ja, so ein richtig schönes norddeutsches Feeling. Also heißt es, Käffchen nehmen und sich zurücklehnen und mal das Ganze hier betrachten. Denn das Besondere an dem Hof, so viel ich weiß, ist ja, dass hier ja schon einiges Interessantes verbaut ist. Nicht nur hier dieser Strandkorb und eine Grillstation, sondern es soll hier auf jeden Fall auch schon eine BGA sein. Ah, der klassische oder der obligatorische Schrebergarten ist da. Oh, hier gibt es eine Durchfahrt und hier kann man was abladen. Mühlenbrot. Ah, wir müssen das Ganze ja erst kaufen, das haben wir noch nicht. Wir laufen einfach mal so durch und schauen uns das Ganze an. Und ich muss sagen, also das sieht schon cool aus. Cool, cool, cool. Ja, der Kalle, ich weiß nicht, wie er das macht. Auf der einen Seite stresst er uns. Lager nur für Ballen, stimmt, ganz, ganz wichtig, weil ansonsten könnte man auch Paletten einlagen. Also auf der einen Seite stresst er uns ja mit einem Update und mit einer Map nach der anderen und dann haut er wieder ganz, ganz tolle Dinge raus. Ich weiß nicht, wie der Kollege das macht. Ich weiß auch nicht, ob hinter dem Pseudonym Kalle vielleicht ein 200-köpfiges Team steckt, ich weiß nicht. Also alle Minütchen kommt hier was und es ist einfach toll. Hier der Kuhstall, da hinten höre ich auch schon eine BGA. Eine wunderschöne kleine Hof-BGA mit Rampe hier zum Einfahren. Ja, die kenne ich auch. Manuro-System ist hier verbaut. Okay, das ist für die Places nicht so interessant, aber hier hinten haben wir gleich ein Feld. Und dann soll ja... Ah, da sind auch schon gleich mal ein paar Ballen hier zum Starten. Hervorragend, hervorragend. Also hier der Durchfahrbunker etwas erhöht. Dann ein Fermenter-Silo, so hoffe ich doch. Oder ist das das Multifrucht-Silo? Na, das müsste doch meines Wissens das Fermenter sein. Ja, und eine Mühle, um eben Brot bzw. Mehl zu machen. Wir werden jetzt mal das Ganze hier kaufen. Sudele, das müsste ja hier sein. Das ist Feld Nummer 5. Oh, 397.000, aber da werden wir nicht drum herum kommen. Und jetzt schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Eine Halle, okay. Jetzt muss man hier mal schauen, was ist das jetzt? Ein Hofsilo. Nein, das ist also kein Fermenter-Silo, das ist das Hofsilo. Ist auch fast logisch, weil er ja hier einen Durchfahrsilo ja hat, um Silage zu produzieren. Können wir da oben noch irgendwo rein? Eiferpiepsch, guck es dir an. Das ist natürlich wieder typisch Kalle. Wieder mal sowas Verstecktes, ein verstecktes Gimmick.
Ein Namenstamme, der voller Tatendrang den Hof seiner Familie im idyllischen Ort Abendfreden an der Nordsee übernahm. Tamme war fest entschlossen, den direkt am Deich liegenden Hof erfolgreich zu führen. Okay. Aha. Also Freunde, ihr habt auf jeden Fall mal zwischendurch, wenn ihr gerade am Gären oder sonst irgendwas seid oder am Warten, könnt ihr ja hier ein bisschen durchlesen, was passiert. Und da gibt es auch noch ein schönes Bildchen dazu. Ja, das Brot war so lecker, dass es schnell in ganz Abendfreden bekannt wurde und sogar weit über die Grenzen hinaus. Sehr schön. Und nun liegt es an dir, die Geschichte von Tamme und Gertje fortzuführen. Mit Herz und Fettnapf. Ha, Wunderbärchen. So, das können wir auch öffnen. Ja, da muss ich doch sagen, das Ganze hat doch Atmosphäre. Das hat doch Schick. So, hier müsste, ja genau, Kuh, hier ist Gülle. Oh, nein, Freunde. Na, da geht's rein. Hier müssen wir durch. Okay. Hier muss gefüttert werden. Da drüben ist die Melkstation, der Melkautomat. Hervorragend. Und dann haben wir wieder Sicht auf den Leuchtturm. Herr Wunder, Herr Wunder, hervorragend. So, was haben wir hier? Ah, hier können wir die Tierchen kaufen. Hier holen wir die Milch ab. Okay. Na? Sudele. Ah ja, ich verstehe. Irgendwo hier werden wir dann noch das Stroh einkippen müssen. So, was haben wir hier für eine Halle? Ah, stopp, stopp, stopp. War hier nicht irgendwie die Produktion? Nee, hier war keine Produktion. Hier ist eine Halle. Ach, guck an. Ach, guck an. Und da haben wir auch die Hühner. Sehr schön. Also das heißt, wir haben ja jede Menge Action. Da geht es hoch zur Mühle. Okay, da werden wir uns aber echt noch orientieren müssen. Also der Hof ist ja wieder mal. Und schöne Durchfahrhallen für die Schlepper bzw. den Drescher. Drehschemel, ihr wisst Bescheid. Und was ist das hier? Da ist auch ein Paletten- und Ballenlager. Okay. Wir haben Saatgut, Kalk, Mineraldünger, Weizen. Also kann es schon mal losgehen. Wo geht's dahin? Da geht's wieder in die andere Halle. Okay. Also ich sehe schon, wir werden auf jeden Fall... Wir werden auf jeden Fall entweder wieder einen Teleskoplader holen oder uns einen kleinen... Hahaha. Wunderbar, wunderbar, Freunde. Einfach nur wunderbar. Also da kann man sich überhaupt nicht satt sehen. Okay, dann wollen wir mal langsam loslegen, denn wir müssen ja auch irgendwann mal Geld verdienen. Und da ist natürlich, was ist das? Knackiges Mühlenbrot nach Art des Hauses mit Herz und Fettnapf. Ah, da kommt es also her. Haus und Fettnapf. So, okay, da haben wir die Produktion. Ach, gucke mal. Ach, gucke mal. Mmh. Okay. Sehr schön. Brot mit Käse und Salat. Da brauchen wir natürlich Milch, Salat und Tomaten. Okay, alles klar. Also im Prinzip, Sandwiches werden hier gemacht. Okay. Ja, das ist jetzt schon wieder eine schöne, ausgefeilte Produktion. Natürlich Tomate, Salate machen wir am Hof. Das heißt, wir brauchen definitiv einen kleinen Stapler, um die Paletten bewegen zu können und in die Produktion zu bringen. Milch machen uns die Kühe und Mehl machen wir natürlich am hofeigenen, an der hofeigenen Mühle. Ansonsten können wir auch nur Brot machen, aber Mehl müssen wir produzieren. Da ist die Windmühle. Ach was. Ah, wir können in der Mühle auch Zucker herstellen. Brauchen wir denn Zucker? So, das Gewächshaus und hier natürlich die Biogasanlage. Da schalten wir mal alles aus. Da können wir auch so ziemlich alles reinwerfen. Also ich habe so das Gefühl, Freunde, das wird ein neues, richtiges Projekt. Also wie gesagt, ich habe jetzt erstmal hier reingeschnuppert, um zu sehen. Wir müssen einfach mal erstmal alle Tore aufmachen, um zu wissen, was hier Sache ist. Ja. Und einfach mal reingeschnuppert, was hier los ist und was hier Sache ist. Aber das gefällt mir gut. Das gefällt mir sogar sehr gut. Es ist echt jede Menge hier gleich. Also da hat man schon richtig zu tun. Und um hier den Einstieg zu finden, brauchen wir natürlich jetzt erstmal Gerätschaften. Wir brauchen Gerätschaften, denn wir schauen mal ganz kurz auf die Map. So, also, was brauchen wir?
Wir brauchen in irgendeiner Form brauchen wir Getreide. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Weizen. Na, ist ja klar, die zwei hinter uns, die ist ein Weizenfeld. So, dann schauen wir mal. Ja, schlechte Ertragswerte, 114. Ah, es ist wieder so klassisch hier, dass wieder alles so, ich sage mal, bescheiden ist. Also es ist gerade Kopf wie gesprungen, glaube ich. Da ist jetzt ein bisschen was Besseres, da ist was Besseres. Okay. Ja, da müssen wir uns Gedanken machen. Das sind aber Sonnenblumenfelder. Wo haben wir Weizenfelder? Das sind nur die zwei, gell? Wo haben wir Gerste? Gerste haben wir im Moment gar nicht. Was können wir denn verarbeiten? Hafer. Und wenn ich das da oben richtig sehe, ist es gerade egal, ne? Also wir können jedes Mehl da reinwerfen. Wir brauchen halt einfach nur Mehl. Wir können auch Maismehl herstellen. Rapsmehl, so. Wir können im Prinzip alles zu Mehl verarbeiten. Ja, Wahnsinn. Ist ja kaum zu fassen. Okay. Okay, das heißt natürlich, wir sind da etwas flexibler. Das, ja gut, das heißt, wir brauchen aber auch Stroh. Also es hilft nichts. Wir werden Feld Nummer 2 kaufen. Klassisch. Ja, es hilft nichts. Wir werden Feld Nummer 2 kaufen. Und was brauchen wir noch? Natürlich brauchen wir noch ein Grasfeld. Und da bietet sich natürlich die 4 an. Ist klar, nee. Ja, oder etwas weiter weg, die 21. Ja, das ist ein bisschen krumm. Die 4 ist halt in der Nähe. Die 4 ist in der Nähe. Kaufen. So, und dann ist die Frage, machen wir hier auf Schafe? Weil das wäre hier, glaube ich, der Schafanteil. Ja, zu spät. Ich habe mich bereits entschieden. 865.000 haben wir noch ein bisschen übrig. Wenn ich richtig weiß, haben wir aber noch keinen Kredit. Also wir haben da noch ein bisschen Luft. So, jetzt brauchen wir natürlich Gerätschaften. Wir müssen zum einen mähen. Wir brauchen aber auch irgendwas zum Transportieren. Oh, jetzt sehen wir es hier. Jetzt haben wir hier aber echt Action. Alter Schafstall, Schafweide. Da kriegen wir Wasser. Okay. Da ist, ist das Hofsilo, da die BGA. Wir können also anfangen, was reinzuwerfen. Okay. Ja, ich denke, wir werden wieder einsteigen. Ja, wir müssen kaufen. Wir brauchen Gerätschaften, sonst geht gar nichts. So, hier haben wir einen Brandner. Der ist natürlich schon mal nicht schlecht. Der wäre schon mal cool. Ja, jetzt haben wir hier eine Direktsaat, beziehungsweise wir haben eine Einzelkorn. Der Glas wäre günstiger, als würden wir jetzt uns einen Stapler holen. Und damit könnten wir eventuell auch Paletten schieben. Ja, ich bin jetzt am Überlegen. Also ich denke, den Brandner nehmen wir auf jeden Fall. Weil ich glaube, es ist so Kalle-typisch, das meiste können wir eigentlich abarbeiten. Ja, wir nehmen den Brandner auf jeden Fall mal mit. In der Standard, das soll erstmal reichen, weil damit können wir dann auch Ballen machen. Ja, wobei, das ist eigentlich auch Blödsinn. Nee, wir nehmen den für die Ernte, das kommt nämlich ganz gut. Ja, wir nehmen den. So, dann brauchen wir 2 Schlepper. Und ich bin stark am Überlegen, wenn wir natürlich den Lindtrack nehmen, dann haben wir eigentlich auch alles und haben ein Fahrzeug. Ja, ich bin fast am Überlegen, wir nehmen lieber den Stapler als den Glas. Der Glas wäre natürlich schon nicht verkehrt, ne? So, wo ist er denn, der Lindner? Ich will meinen Lindtrack. So, wir nehmen natürlich mit Radgewichten Frontlader Quicke. Dann den Rest brauchen wir nicht. So, dann brauchen wir für den Kollegen.
Dann brauchen wir für den Kollegen den kleinen Quicke. Und wir brauchen in Kombination, ja, das ist immer so eine Sache mit dieser Ballengabel, die nervt mich ein bisschen. Wir brauchen eine andere Ballengabel. Ach, die hat, glaube ich, Autoload-Funktion oder sowas, gell? Ja, nee, das mag ich eigentlich auch nicht. Eine einfache Ballengabel muss es doch geben. Jetzt hast du hier alles voll mit Gerätschaften. Für Smart Stack Käfige. Ach ja, ich glaube, das ist für diese Hühnergeschichte. Okay. Oh Mann, oh Mann. Fendt. Der hier. Da haben wir doch Quicke. Quicke Ballenspieß. Der sieht doch gut aus. Ja, der müsste normalerweise sauber. Frontlader. Oder eher doch dieser hier. Machen wir 3 Zinken, das passt eigentlich. Ach, da ist auch noch ein Big Bag-Heber dabei. Ist ja cool. Okay, Standard. Okay, dann haben wir das. So, dann brauchen wir natürlich noch ein gutes Gewicht. Wir brauchen noch ein gutes Gewicht, damit er mindestens 2 Ballen heben kann, haben wir schon festgestellt. Letztens, dass wir auf jeden Fall 2300 brauchen. Ja. So, das wäre dann der erste Teil. Und da steht das gute Stück. So, habe ich jetzt wieder Motor. Ja, stopp, da muss ich ja noch was umstellen. Das Morky Garnet. Ich will eigentlich, dass er den Motor einschaltet oder ich. So, was haben wir denn? Ah ja, diesmal habe ich auf jeden Fall Pflügen ausgeschaltet und Lesesteine auch ausgeschaltet. Denn ich möchte diesmal wirklich ein bisschen zügig vorwärts kommen. So, wie ist denn das jetzt? Automatischer Motorstart wollte ich aushaben. Das passt so. Okay. Ne? Ja, genau. Motor an. So, dann packen wir hier mal zusammen. So rum. Ich liebe diese Allradlenkung. Das ist halt für mich der richtige Hoftraktor und wir können dann trotzdem mit dem auch ordentlich Graswirtschaft machen. Das heißt, wenden und schwadern und auch düngen. Das geht mit dem Gerät gut mit seinen PS. So, das passt so. Und jetzt schauen wir mal. Jetzt müssen wir uns orientieren. Also das hier ist der Händler unseres Vertrauens. Und jetzt müssen wir uns mal orientieren, wo wir eigentlich hin müssen. Augenblick mal. Das ist natürlich klar. Am anderen Ende. Links herum. Nee, stopp mal. Wir müssen rechts. Wir müssen rechts. Aber wir könnten auch... Okay... Ach, da unten die Brücke. Jetzt habe ich es. Okay. So ist das Ganze hier also gestrickt. Hervorragend. Also, wir müssen hier links. Und dann einfach der Straße nur folgen. Da kommen wir im Prinzip am Hof vorbei. Da vorne hat es dann nochmal eine freie Fläche. Es ist ja wie immer bei Kalle, es gibt dann immer Bauflächen. Er hat auch reingeschrieben in die Beschreibung zur Map, dass man ja am Hof oder den Hof als solches nicht verkaufen soll oder kann. Und wenn man bauen möchte oder irgendwas in der Richtung machen will, dann gibt es hier definitiv auf der Map noch entsprechende Bauflächen. Und da müssten wir jetzt auch gleich an einer vorbeikommen. Das sieht ja schon wieder cool aus, auch mit den Strommasten hier. Ah, okay. Nee, das ist ein... Ist das ein Hof? Ist das ein weiterer Hof? Was ist denn das hier? Ja, das sieht aus wie ein weiterer Hof. Ja. Ah,
mal von hier rein. Cool. Also ich habe so das Gefühl, dass wir jetzt gerade ein bisschen im Weg stehen. Ja, ich habe das Gefühl, dass es vielleicht ein Wink des Schicksals ist, dass das mit der Rehbach jetzt doch leider oder vielleicht doch glücklicherweise ein Ende gefunden hat. Wir wissen es jetzt noch nicht. Aber ich muss sagen, ich finde diese Map hier schon mal gar nicht so verkehrt. Und natürlich auch auf der anderen Seite ist es immer wunderschön, wenn man auch ein bisschen Abwechslung hat. Wir haben immer noch die Rehbach im Multiplayer. So, jetzt muss ich aufpassen. Ah, da ist das Schild, da ist das Schild. Da geht's rein zu unserem Hof. Ist ja cool. Und wir haben ja jetzt, wie gesagt, ein bisschen Abwechslung mit der Rehbach im Multiplayer. Dann haben wir immer noch die Alteiche am Start. Mal schauen, wie lange noch. Und dann haben wir ja auch noch immer die wunderschöne Oberschwaben. Und somit haben wir jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Abwechslung, was die Maps als solches angeht. Freunde, wir sind angekommen mit den ersten Geräten auf unserem Deichhof in der wunderschönen Map Deichhof Abendfrieden vom Kalle, die als neueste rausgekommen ist. Wenn man jetzt mal vom Update der Rehbach sie absieht und das vielleicht auch schon wieder als neue Map betrachtet. Das soll es gewesen sein für die erste Folge, für unser, ich glaube, unser neues Let's Play. Ich bin gespannt, wie ihr das Ganze findet. Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich werde jetzt erstmal noch ein paar schöne Folgen hier produzieren, weil ich habe hier Bock auf der Map und will das Ganze kennenlernen. Also, wir sehen uns demnächst hoffentlich bald wieder hier auf der Deichhof und bis dahin sage ich Tschüss, Ciao, Cheerio, euer Baden-Farmer.